Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore, Folge 141. Wir sind noch unter den Lebenden und können uns langsam mal überlegen, wie wir zur Netherfestung kommen. Dazu muss ich natürlich meine Sachen packen und gleich mal einen Blick werfen. Was fehlt uns denn noch? Hier könnten wir noch Unbreaking drauf machen. Ist eigentlich nicht ganz so wichtig, aber Blast Protection haben wir. Hier ist Unbreaking drauf, Mending haben sie alle. Fire Protection haben wir, Unbreaking, Mending, Projektil Protection, Feather Falling, das ist wichtig. Protection 2, naja, hier können wir noch ein bisschen was draufhauen und natürlich Mending. Also ein paar Unbreaking können wir noch gebrauchen. Unbreaking ist klar, Power 2, den müssen wir verstärken, wir brauchen mehr Power. Looting, ja gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Mending, Smite 4. Fortune, Unbreaking ist klar. Efficiency, Silk Touch. Hier könnte noch Unbreaking drauf. Quick Charge, Mending, Unbreaking. Ja, wir brauchen jetzt erstmal 100.000 Unbreaking. Ein paar Raketen haben wir noch. Gut. Multishot, Quick Charge ist wichtig. Mending, alles klar. Warte mal, haben die Raketen eigentlich auch Quick Charge? Nein. Ja, das würde eigentlich bedeuten, wir müssten uns jetzt wieder mit 100.000 Emeralds beschäftigen. Da werde ich erstmal da drüben ernten und uns einen zweiten Farmer zulegen. In der Hoffnung, dass der dann Karotten kauft. Ja, das war natürlich clever jetzt. So. Mein sanfter Ernter. Erntet mal ganz sanft die Melonen. So. Die lassen wir erstmal hier. Zack. Und jetzt gucken wir erstmal, wie viele von den Villagern wir da unten überhaupt noch zur Verfügung haben. Vielleicht wird es nämlich mal wieder Zeit für ein romantisches Dinner. Und vor allem wird es hier mal Zeit für einen tragischen Unfall. Sag mal, wie viele laufen denn hier rum? Okay, ich brauche einen Wassereimer für mich. Ein Lavaeimer. Für euch. Ups, tut das weh? Eisen, ich habe Eisen gefunden. Ist das toll, ich habe Eisen. Na komm, fall um. Was? So. Oh Mist, jetzt ist Eisen mit verbrannt. Na gut. Jetzt haben wir hier zumindest mal wieder etwas Platz. Wenn ihr hier nicht zur Seite geht, dann sterbt ihr auch. Ach, weißt du was? Komm her, Dicker. Mach dich fertig. Letzten Willen. Ja, siehst du? Das passiert, wenn man im Weg rumsteht, mein Freund. Letzte Chance, noch was zu sagen. Boom. Eisen, danke. So, was hast du denn schön? Ja, Curse of Vanishing. Leck mich doch mit deinem Curse of Vanishing. Pass mal auf, ich mach mal mit dir jetzt was ganz anderes. Und zwar mache ich mit dir jetzt mal einen Curse of Composting. So, das Eisen kann hier rein. Die Melonen verkaufen wir. Oh, warte mal. Jetzt muss ich erstmal sicherheitshalber gucken, ob das wirklich... Der kauft die... Der hat hier nichts aufgekauft, wa? Genau.
So. Das heißt, wir geben dem jetzt hier unten, lass ich mal durch. Ein Komposter. Ja, jetzt guckst du, wa? Jetzt will er seine Mütze nicht abnehmen, weil er keinen Bock auf einen Strohhut hat. Ja gut, überleg's dir, mein Freund. So, und in der Zeit gucke ich mal, wie es meinem Maultier geht. Blumen? Ach so, die können wir komposten. Gut. Der kann weg. So. So, hallo Maultier, wo bist du denn? Da. Nein! Ich will doch nur so. Heuballen brauchen wir gar nicht. Eine Axt nehmen wir mit, ist klar. Ein Ersatzsattel. Suspicious Dew haben wir. Dirt. Wozu hatten wir die Shears mitgenommen? Die brauchen wir doch gar nicht. Was wir mitnehmen müssen, ist eine Menge Baumaterial. Fackeln. Oh ja, einen kompletten Stack Fackeln nehmen wir mit. Healing Potions. So. Hallo, dicke Bienen. Oh, zwei dicke Bienen. Kommt mal her. Eine dicke Biene und wo ist jetzt die zweite? Die ist natürlich wieder weg. Ah. Oh, und hier gibt es keinen Schneemann mehr. Hier gibt es keinen Schneemann mehr. Taugen Schneemänner eigentlich im End was? Die werden immer gleich hops gegangen, wa? So, na gut. Oh, es wird dunkel. Na, gucken wir mal, ob was spawnt, was uns weiterhilft. Nö. Nischt. Na gut, dann gehen wir auch schlafen. So, und dann ist nämlich morgen unser Farmer dran. Gute Nacht. Und guten Morgen. So. Alle aufstehen, Freunde. An die Arbeit. Morgen. Was bist du denn für einer hier? Niemand braucht Curse of Vanishing. Also, mein Freund, du bist jetzt arbeitslos, ja? Nimm die Mütze ab, nimm die Brille ab. Der glaubt mir nicht. Der glaubt mir nicht, dass der kein Gelehrter wird. Du wirst ein Bauer, ja? Ein richtiger kleiner Bauer. Also, runter mit der Mütze. Ja, jetzt lauft ihr hier lang. Naja, egal, unten ist ja die Tür zu. So. Healing Potions, wo hatte ich die untergebracht? Müsste ich wahrscheinlich wieder neue machen. Wie viele Enderperlen hatte ich jetzt eigentlich? 19, wa? Die müssen wir nämlich auch mitnehmen. Enderperlen? 14 haben wir. Ist wenig. Weil bis zu 12 könnten wir gebrauchen,
um das Enderportal zu aktivieren. Zwei Enderperlen können wir noch machen. Gut. Ich werde mir mal wieder Schnee besorgen. Haben wir eigentlich noch Fackeln? Nein. Platz haben wir auch nicht. Werde ich mal für Platz sorgen. Im Inventar. So. Die Schere brauche ich gar nicht. Hier kommt mal bei Werkzeuge rein. Türen werden wir ein paar mitnehmen. Dass wir unten die Ender, na Quatsch, diese Endfestung, dass wir die sichern können. So. Ich habe viel zu viel Krempel mit. Sanftes Händchen. Naja, den muss ich ja mitnehmen. Flint and Steel. Ich wüsste nicht mal, was ich hier weg... Doch, das hier kann ich wegschmeißen. Und die auch. Die Schaufel machen wir neu. Der sanfte Ernter bleibt dann zu Hause. Den brauchen wir ja schließlich hier nur für die Melonen. So. Jetzt frage ich den oben nochmal, ob der Saatgut braucht. Hey. Bleib mal hier, mein Freund. Da. Hol dir mal das Saatgut. Ja. Gut. Ansonsten baut er hier eigentlich recht fleißig. Okay. Ich habe jetzt zwei Getreide aufgenommen. Die brauche ich nicht. Doch, warte mal. Das Getreide brauche ich. Damit kann ich mir Leder besorgen. Für mehr Bücherstände. So. Und Wolle für Betten. Erstmal brauche ich Bücherstände, dazu brauche ich Papier. Aber die Wolle kann ich nehmen. 6 Stück macht 2 Betten. So. 2 Betten, dazu brauche ich 3, 4, 5, 6. Zack, 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 zack. So. Oh, er ist arbeitslos. Hier kann ja bloß noch ein Bett hin. Naja, vielleicht 2. Das Bett baue ich hier nicht auf, das kriegt das Maultier. So. Na, mein schlauer Freund? Willst du Bauer werden? Ja. Kartoffeln. Oh, der nimmt Kartoffeln. Wollen wir das gleich machen? Oder wollen wir mal gucken? So groß ist ja die Auswahl bei euch nicht. Am liebsten hätte ich einen mit Kartoffeln und Karotten. Kartoffeln und Getreide. Hast du jemanden, der kennst du jemanden, der Kartoffeln und Karotten haben will? Jetzt musst du sagen, naja, ich zum Beispiel. Ja! Nein. Ach. Kartoffeln und Karotten. Na? Karotten und rote Beete? Bald haben wir ja alle Möglichkeiten durch, wa, mein Freund? Kartoffeln und rote Beete? Ich habe keine rote Beete. Ja. Weißt du, ich habe da oben schon einen Farmer. Der nimmt mir auch Getreide ab. Ich brauche aber kein Getreide.
Ich brauche jemanden, der Kartoffeln und Karotten nimmt. Ansonsten brauche ich nämlich zwei Farmer. Und ich will keine zwei Farmer hochleveln jetzt. Wieder nur Kartoffeln. Kartoffeln und Karotten. Nicht rote Beete. Gibt es die Kombination überhaupt? Nicht, dass ich mich hier zum Hampel mache und die ganze Zeit rumspiele? Oder das gibt's gar nicht? Gibt's doch gar nicht. Ja, dann nehme ich Karotten. Dann nehme ich Kartoffeln. Dreimal machen wir noch, okay? Eins. Ah, nee, der war jetzt nicht arbeitslos. Eins habe ich gesagt. Jetzt wirst du arbeitslos? Wie spät? Ach, es ist ihm zu spät. Nee. Macht erst morgen wieder. Mist. Lass dich mal durch, Dicker. Die gehen jetzt nämlich gleich alle schlafen. Die haben jetzt eigentlich ihre Palaverzeit, wo sie sich an der Dorfglocke treffen. Und dann... Was war denn das jetzt? So, du nimmst ein Bett für mich mit. So ist richtig. Ein paar Honigflaschen kannst du mitnehmen, falls wir unterwegs Hexenbegegnung vergiftet werden. Endlich! Klingeling! Hallo Biene! Drei Stück. Okay. So. Drei Stück. Sind die Bienen jetzt alle hier reingeflogen? Ja. Also hat doch noch eine gefehlt. Oh, guck mal, wie das schön gewachsen ist. So, denn wenn jetzt... Wo ist die Sonne? Da. Das schaffen wir noch. Aua, aua. Das schaffen wir noch. Sanfter Ernter? Da. So. Emeralds, Emeralds. Emeralds, 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 Emeralds. Emeralds, Emeralds. Und jetzt? Ah, guck mal, jetzt kommen die ganzen Bienen nach Hause. Sag mal. Die Taste? So. Alles klar. Schnell noch die zwei Melonen eingesackt. Und dann wieder ab in unsere sichere Festung. Oh, guck mal, da kommt einer. Klingelingeling. Oh, so viel Rüstung um und dann lootet, schmeißt er nicht mehr Loot raus. Du hast hier drüben Spaß? Ah, da ist der zweite, okay. Ey!
Ah ja, die schmeißen sich wieder gegenseitig ab. Wir gehen mal lieber schlafen. Also Schneemänner und Eisengolems ist eine blöde Kombination. Das ist eine blöde Kombination. Oh, ich sehe gerade. Sag mal, ja, ich sehe gerade, ich bin zu blöd, hier eine Leiter hochzuspringen. Aber ich sehe auch gerade, meine Zeit ist um. Wir sollten den Rest auf morgen verschieben. Hätte ich eigentlich gleich wieder beim Schlafen gehen, beim Bett machen können. Aber jetzt mache ich es von hier aus. Oh, da kommt noch ein Zombie. Den nehmen wir noch mit. Da, jetzt hat er ihn gesehen. Zack, weg ist er. Okay, das war's. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage, macht's gut, bis morgen. Und see you later.